Ostermontag und ja, in meiner Bude halte ich es halt überhaupt nicht mehr aus. Es geht überhaupt nicht. Ich war jetzt da 2 Tage nicht da, weil ich, wenn möglich, nicht da bin. Aber es ist halt auch nur bedingt möglich, dass ich anders mal penne oder so. Was eben auch Stasi-mäßig kontrolliert ist, wie auch immer. Und jetzt bin ich heute Morgen jetzt zurückgekommen. Und die alte Oma, die Arme, ja, die oben drüber richtig Terror macht. Mittlerweile seit Ende November, ja. Also sind ja schon ein halbes Jahr fast. Seit das jetzt hier läuft. Und zwar täglich, nächtlich, immer wieder. Und ich komme zurück und der Terror hat sich natürlich ein bisschen geändert. Das am Anfang, das habe ich am Internet, wie doll sie es gemacht haben, mit Hämmern und Tische. Das machen sie dann immer noch, Tische schieben und so, aber nicht mehr so die ganze Zeit. Sondern immer, ich komme nach Hause wie heute. Nach Hause ist gut. Meine Terrorbude, die von der BRD-Verwaltung, vom Sozialamt bezahlt wird, dafür, dass wir mein ganzes Leben beraubt haben, meine berufliche Laufbahn, mein Erbe und so weiter. Jetzt kriege ich hier so ein paar Almosen, die bezahlen und jetzt hier die Terrorbude hier. Naja, ich komme also zurück und die Alte sitzt unten im Empfang, ja, die Firma Panteray, das ist die Firma, die sich von Anfang an daran beteiligt, vom ersten Tag, wo ich hier bin, und zwar ganz bewusst mit Putzfrauen und so weiter. Das ist der ganze Verein hier, Drecksverein. Und die 2, 3 Leute, die vielleicht dort arbeiten und da nicht mitmachen, naja gut, oder nichts von nichts wissen. Das sind eigentlich ziemlich alle. Ja, und die sitzt dann da unten beim Empfang. Ich sag noch Tag, gehe hoch in mein Zimmer. Dauert keine 10 Minuten. Dann geht die Alte hoch, dann geht die in ihr Dingen, dann werden erstmal am Boden Zeug verschoben, drum gehämmert. Und dann zack, geht die wieder runter, ganz brav. Und naja, da war ich dann runtergegangen, habe das auch gesagt und so, bei ihr oben war ich dann auch. Und dann geht sie wieder hoch und dann kriegst du dann Besuch von den anderen Terroristen, die hier im Haus sind. Alle mit den Bullen zu tun. Also die war schon ziemlich mal im Knast, ja, ist auch egal, ich meine. Aber die meisten, die im Knast waren, sind halt eben Verräterschwein, ja, weil über 90%, ganz sicher. Und naja, und dann kommen dann die nächsten bei ihr hoch und dann geht der Stress eben weiter. So, wir haben jetzt, wie gesagt, Ostermontag, ich habe die Schnauze echt voll. Und dieses Gangstalking, das passiert ja auch, wenn ich weggehe. Wenn ich weggehe, ich gehe mit meinem paar Euro 50 gehe ich in eine Kneipe rein, dann werden da Massen an Studentenauflaufe kommen dann manchmal, ja, von irgendwelchen minderbemittelten Oberstudierten, die überhaupt nichts schnallen. Und dann geht der Klatschterror halt überall los, richtig übelst. Und da habe ich leider keine Kamera, um das irgendwie zu zeigen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt hier draußen hingesetzt und wollte das Ganze mal einfach mal sagen. Da hinten läuft schon wieder so eine Tante von der Panteray. Drecksau. Naja, und die Firma beteiligt sich, wie in Holland sich das, wie heißen die Panacea, die Caritas in Spanien, das Rote Kreuz, Spanien, Portugal, überall. Also überall diese ganzen sozialen Firmen, die hier einen auf was weiß ich was machen. Mit denen habe ich ja gar nichts zu tun. Die pflegen hier alte Leute im Haus, ja. Das war halt früher, jetzt sind da auch viele Junge mit eingezogen. Viele werden betreut von irgendwelchen Justiz und so. Naja, aber ein paar halt nicht, ja. Und ich bin hier ganz normal hingezogen, weil ich nichts anderes bekommen habe. Ja, und seitdem werde ich halt hier terrorisiert. Und organisiert. Von den Bullen natürlich. Mit der Firma Panteray, die sich aktiv da beteiligt, werde ich dann unten Bescheid sage, ach, die hat doch gar nichts gemacht. Das stimmt doch alles gar nicht. Und ich dürfte da gar nichts sagen. Seid ihr Bastard, das ist eben. Egal, das wollte ich auf jeden Fall mal sagen. Mal gucken, vielleicht mache ich auch ein Video. Den ganzen Scheiß. Weil nach jahrzehntelangem Terror, die lassen mich nicht schlafen. Die lassen mich einfach nicht schlafen. Gar nichts. Also ich da kann nicht weggehen, ich kann gar nichts machen. Gar nichts. Und wie gesagt, wenn dann im Internet oder so, Stasi-Book oder so, ich meine, seit Jahren tue ich im Internet alles veröffentlichen, so viele Beweise veröffentlichen, was hier wirklich passiert. Die Richter machen einfach weiter. Ich kriege irgendwelche erfundenen Strafbefehle. Naja, da kriege ich halt geschickt, da muss ich was machen. Ich nehme keine Post mehr entgegen. Ja, aber irgendwann kommen die Bullen, werden mich verhaften wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, im Internet gebe ich so viel Beweise ich. Und niemand hilft. Niemand hilft. Ist schon seltsam. Naja, bei Stasi-Book weiß ich's. Da hat jemand mir vor, weiß ich nicht, 1,5 Jahren oder 2 Jahren, eine Wohnung angeboten. Die Nachricht ist in den Ordner Sonstiges gegangen. Und den Ordner Sonstiges habe ich auch immer wieder nachgeguckt. Da war aber auch nichts drin, sondern es kam jetzt erst vor ein paar Wochen. Auf einmal war diese Nachricht, die von vor über 1,5 Jahren oder was auch immer ist, war dann da drin. Hätte ich eine Wohnung haben können, das war dann natürlich nicht mehr. Ne?
die Leute, die mir helfen wollen, ich glaube, die Nachrichten kriege ich überhaupt gar nicht. Ja. Und dann kommen immer nur so Fake-Dinger. Ach, ja, ich kann dir helfen, hey, bei uns ist was. Und dann rufst du da an, dann wird entweder Umweltklatsch oder irgendwas anderes. Ja. Also total bescheuert. Und helfen tut eigentlich überhaupt keiner. Ja. So sieht das aus. Naja, jetzt gehe ich wieder rein und wenn das dann mal weitergeht, dann weiß ich auch nicht, dann habe ich wieder ab. Irgendwie. Egal. Ich muss einfach mal gesagt haben.